Fast 5000 Euro. Es hat einen Rennradrahmen, ist aber ein E-Bike. Das heißt, sehr, sehr schnelles Fahrrad, ein Tourenrad, so würde ich es mal beschreiben, wo vom ersten Blick her, kann aber ganz anders eingesetzt werden, weil es hat vorne eine Federung mit drin. Die meisten Räder, die ich so kenne, in dem Design haben ja vorne keine Federung, aber das ist ein ganz wesentliches Komfortelement. Und auch die Federung kann ich wahrscheinlich sperren. Ich schau mal kurz. Kann man sperren. Sie nicken. Große Bereifung. Auch hier wieder mal so ein Fahrrad, mit dem man locker über 25 km/h geht, sodass eigentlich die Unterstützung nur bei Bergen ist und ja, beim Anfahren. Der Rest kann man wirklich fahren mit Muskelkraft. Genau, Sven, du sagst das schon richtig. Wir haben hier eine 11-Gang XT-Schaltung von Shimano. Das heißt, eine gute Übersetzungsbandbreite. Das heißt, man kann auch im 11. Gang mal richtig reintreten, dass man mal auf die 35, knapp 40 kommt. Das Interessante hier ist bei dem Bike halt, dass es für Riese und Müller-Verhältnisse relativ leicht ist, mit um die 22 Kilo. Das sagt er Mit Akku und Motor. mit allem Pipapo, genau, mit Schloss und so. Und da ist man ja bei Riese und Müller eigentlich immer erst ab 26 bis 29 beim Delight Mountain oder bis 33 Kilo erst dabei oder bei Lastenrädern noch mehr. Und es ist relativ clean und schlank gehalten. Es ist halt so dieser urbane Pendler, der halt auf die Arbeit fährt, der halt zum Beispiel ein bisschen mehr Power braucht, wie jetzt bei einem Fazur-Bike mit 252 Watt, der halt einen längeren Weg hat und auch auf der Arbeit zum Beispiel nicht laden kann und dann nochmal zurück muss mit einer Ladung, weil hier volle CX-Power 85 Newton und halt der große Akku. Ja, geht die auch mit der Roloff? Ich glaube nur Also der ich Rahmen ist glaube ja eher mit der offen. in Violo No Vinci geht es, aber mit der Roloff glaube ich nicht. Werden wir auf jeden Fall mal rauskriegen und nochmal drunter schreiben. Tolles Rad, muss ich sagen. Mich stört immer mehr die Kette. Ist die Mbiolo-Schaltung mit dem Riemenantrieb, ist das wirklich eine gute Alternative? Ja, also wenn ich nicht zu steil fahre, obwohl die neue Enviolo No Vinci Trekking-Ausstattung ja schon eine Übersetzungsbandbreite, eine Spreizung von 380% hat, schon die meisten Berge halt wirklich ohne Probleme hochkommt und wieder runter, ist das auf jeden Fall eine Alternative, weil ich halt die Wartung halt wesentlich entspannter ist, ne? Eigentlich gar keine Wartung. Das heißt, da ist ein Zahnriemen drauf, der darf gar nicht gewartet werden. Das heißt, man kann ihn vielleicht mal abreiben mit dem Tuch, das war's, aber Fett braucht er gar nicht, oder? Naja, braucht nicht gefettet werden. Mit dem Pinsel kann man hin und wieder mal ein bisschen die Sandkörner wegmachen, wenn es zu viel ist oder Staub. Aber eigentlich brauchst du auch nichts zu machen, kannst dagegen pusten und dann ist es von okay, kein Fett. Das ist schon entspannter, ja. Ja, ist das denn, weil es so leicht ist, ein echtes Riese und Müller oder ist das jetzt so ein abgespecktes Leitrad, was bei der nächsten Belastung durchbricht? Nee, wir haben hier schon die absolut wieder guten Komponenten und das ist einfach mal ein anderer Ansatz von Riese Müller, dass halt für Leute ist halt, die schnell unterwegs sein wollen, ein bisschen leichter und auch trotzdem die gewohnte Riese Müller Qualität und Performance haben wollen, mit dem starken Motor, mit dem großen Akku und keine Kompromisse machen wollen. Ich glaube, das trifft es am meisten, keine Kompromisse, ne? Ein absolutes Alltagsrad. Also hier könnte man jetzt noch eine gefederte Sattelstütze drauf machen, würde ich fast schon empfehlen. Also hier eine Parallelogramm-Sattelstütze drauf zu machen oder eine Polymer, das würde den Fahrkomfort nochmal erhöhen, gerade in der Stadt, oder? Ja, genau. Also wir haben auch die Möglichkeit, wenn man es jetzt wirklich so als urbanes Alltags-Commuterrad benutzt, noch einen Frontgepäckträger dran zu bauen, wäre auch möglich. Wir haben hier halt wirklich ein Rad, was gerade so für den Alltag wirklich perfekt ist. Gleichzeitig halt robust genug, um auch eine Trekkingtour ohne Probleme mitzumachen. Von der Bereifung her sind wir jetzt hier ja im breiteren Gravel-Bereich mit den G1-Reifen. Auch da kann man ohne Probleme Schotter und Waldwege fahren. Ja, ist ein guter Allrounder. So, ein echtes Riese und Müller, vom Preis her sogar noch annehmbar, wenn man die ganzen Komponenten jetzt mal vergleicht, was hier alles verbaut ist. Der Markenname Riese und Müller, der ja für Qualität steht, trotzdem bin ich noch unter 5000 Euro. Hat's eine Preissteigerung mitbekommen eigentlich? Nee, also das ist tatsächlich eins von den wenigen Modellen, wo kaum eine Preissteigerung gab. Ich glaube, wir hatten eben mal nochmal das Etikett gewechselt und dann wurde das von, also ich weiß nicht, also vielleicht 20 Euro, aber das ist eigentlich momentan ja vernachlässigbar bei Preisen, die sich teilweise quartalsmäßig um 200, 300 Euro bei manchen Marken halt erhöhen. RX-Chip ist halt mit drin, das ist auch nochmal so typisch, der GPS-Sensor. Ich habe ein Rahmenschloss mit dabei. Warte, ich zeige das mal gerade. Das ist ein Sensor, mit dem kann ich mein Rad aufspüren. Genau, wird dann getrackt, genau. Und wenn es geklaut wird, gibt es auch diesen Riese Müller-Service, wo die das dir dann wieder zurückbesorgen, wenn du das machst, ne? Ein Abus-Rahmenschloss mit dabei, dass ich halt immer mein Rad schon mal kurz abschließen kann und für Weiteres kann ich halt mit einer Kette an einen immobilen Gegenstand nochmal festmachen, ne? Dass ich halt die.
Aber du empfiehlst grundsätzlich ein Fallschloss noch mit dazu zu nehmen. Das kann man auch direkt hier anbringen. Das ist das Coole, entweder unterm Rahmen. Nee, also mit der Tasche haben wir das eigentlich haben wir schon ordentlich. Da ist eine richtig dicke Chain drin, eine Kette. Also ist jetzt hier nicht gerade drin, aber normal ist die. Ich glaube, ich kann hier ist eine Kette drin. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das Fallschloss kann man direkt anbringen. Hier zum Beispiel unterm Rohr. Ich bin ja so ein Fallschoss. Ich würde das hier jetzt an der Eisdiele nicht mit der Kette, also habt das Video gesehen, was ich gemacht habe mit dem mit der Flex. Geht aber auch mit dem Fallschoss. Im Endeffekt soll man sowieso bei einem Rad, selbst wenn das jetzt hier nicht jetzt die üblichen Riesenmüller 6, 7, 8.000 Euro ist, sondern 4, 6 oder so kostet, sollte man trotzdem eine Fahrradversicherung am besten abschließen. Gibt dann die Möglichkeit bei Wertgarantie, da hat man noch den Akkuschutz, Verschleiß und AWs noch. Die zahlen sogar Neupreis. Die zahlen Neupreis, solange der Vertrag abgeschlossen ist und du hast halt die Verschleißteile und die Arbeitswerte. Und wenn es geklaut wird, Diebstahlschutz, dann Vandalismus und Eigenverschulden. Das heißt, wenn du mit dem Weinchen zu viel gegen den Baum fährst, kriegst du selbst das sogar noch bezahlt. Also das ist wirklich, und das ist halt, aber es gibt natürlich auch in der Hausrat oder in anderen Versicherungsarten, wo du halt den Diebstahl halt machen sollst. Und das sollte man immer machen, dass man dieses Risiko abgecovert hat. Ne? Ja, da ist es. Also wirklich ein tolles Rad. Wir zeigen ja ganz viele Riese- und Müller-Räder. Habt ihr nicht so Probleme, dass Leute reinkommen und sagen, mein Gott, wie teuer sind denn jetzt E-Bikes geworden, die jetzt in Riese- und Müller? Ihr habt ja auch ähnliche Fahrräder wesentlich günstiger, muss man sagen. Obwohl das hier jetzt nicht. Das ist jetzt schon so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her für Riese- und Müller schon gut. Also grundsätzlich muss man zu Riese- und Müller sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich immer sehr gut. Wir haben halt nur sehr viele Räder, die schon mit sehr, sehr guten Komponenten kommen und dadurch halt eine höhere Preislage haben. Und bei dem Rad sieht man es eigentlich ganz gut. Also du kriegst es von einer anderen Marke mit der gleichen Ausstattung, wirst du auch nicht wesentlich günstiger bekommen. Also würde mich sehr wundern. Natürlich haben wir ein ziemlich breites Portfolio, also so ab 2,5 geht es langsam los. Ab 3.000 wirst du auch ein bisschen Auswahl haben. Da findet man schon für jeden was, aber ganz viele Leute gucken halt wirklich, dass sie ein Rad für lange Zeit eben finden, wo sie sich lange drauf verlassen können und da ist Riese und Müller einfach eine gute Adresse. Farben, was gibt es für Farben? Hier sind wir bei Weiß, einem Salvia-Matt, das ist so ein pastelliges Grün und dem Grau, was wir hier haben. Muss ich kurz einschreiten, also bei dem Salvia-Matt und dem glänzenden Weiß ist das Roadster Mixte, was wir letztes Jahr schon mal gedreht haben, das heißt, es hat hier so einen Trapezknick. Bei dem Roadster, wie es jetzt hier ist, ohne Mixte-Zug, ist es in diesem Grau und in einem Black-Matt, also einem Schwarz-Matt einfach. Ich liebe das bei euch, ihr seid wie so ein Ehepaar. Nee, da muss ich mal einschreiten, mein Mann hat was Falsches gesagt. Du machst sehr viel Werkstatt, du bist in der Werkstatt. Sind die unauffällig, Riese und Müller? Riese und Müller generell ist sehr unauffällig. Und auch das Roadster, also das kommt ja regelmäßig bei uns zur Inspektion. Da kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass relativ wenig zu machen ist. Also klar, Bremsbeläge müssen gewechselt werden, so ein Kettenantrieb kann schon mal durch sein nach 2000, 3000 Kilometern, je nachdem wie der Fahrer eben fährt. Aber da wirst du nie irgendwas haben, was außer der Reihe ist. Sehr schön. Ja, wir sind bei Konrad, dem Fahrradladen Powered by Greenbikes in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4. Du willst, dass ich da nochmal was filme? Ich mache das doch gerne. Also geht bitte hier auf alle Social-Media-Kanäle und sofort liken, abonnieren und was auch immer ihr da machen könnt. Ihr habt tolle Bilder drauf. Trotzdem zeigen die Videos natürlich auch, das ist interaktiv, so ein schönes Bild bietet auch Riese und Müller, aber man muss die Fahrer da wirklich erleben. Und dein Tipp ist natürlich, kommt in die Glockenstraße, fahrt die Probe, ihr seid hier. Genau, dann seht ihr auch die schönen Kundenstopper, die die super Agentur gemacht hat von German Television. Ne? Na, ganz toll, also gut, die Kollegen haben es gemacht. So, also kommt vorbei. Ich wollte auch gerade ein bisschen Werbung machen. Ihr seid in der Sackgasse, hier kann man Probe fahren. Ihr seid einer der größten Riese und Müller Stores Deutschlands. Ihr habt über 100 Fahrräder vorrätig, kriegt noch viel, viel mehr. Habt Lastenfahrräder da, habt wirklich alles von Riese und Müller da. Und das ist nur eine kleine Auswahl hier im Laden. Nebenan geht es noch richtig weiter. Ihr habt die Farbauswahl da, sodass man die wirklich anfassen kann und testen kann, weil es gibt nicht jedes Rad in allen Farben. Ja, kommt nach Kaiserslautern, schaut euch das Ganze an. Tschüss euch beiden, ja? Ciao.